Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch was von ASICS mitgebracht, nämlich den Cumulus 26. Ich deute es schon an, der ist schon 26 Jahre alt, also Ende der 90er Jahre entwickelt worden das erste Mal. Der ist also sehr, sehr traditionell und wer also einen Laufschuh sucht, der sehr, sehr vielseitig ist, ein Allrounder ist, der mittelfest gedämpft ist und mit dem man sehr, sehr angenehm ganz, ganz viele Sachen machen möchte, der ist ja gut bedient. Der hat eine Sprengung von 8 mm, hinten steht man 38,5 mm hoch und vorne 30,5 mm. Die Mittelsohle muss man sozusagen so beschreiben, dass die aus drei Elementen besteht. Das ist einmal direkt unter der Ferse platziert ein sogenanntes Pure Gel Kissen. Das ist ungefähr Esslöffel groß, einen halben Zentimeter dick. Dann kommt eine FF Blast Plus Schicht hier in grün. Die ist, ich habe es schon angedeutet, nicht zu stark gedämpft, sondern eher so mittelfest und relativ dicht. Und auch relativ steif dann an der Stelle noch. Und aus einer aus einem dritten Element, das nennt sich Fluid Ride Schicht. Das ist ein EVA Gummi Mixed, was eine gewisse Langlebigkeit, eine gewisse Dichtigkeit und gewisse Stabilität bieten soll. Ja, wiegt 250 Gramm in der Mustergröße, kostet ungefähr 160 Euro und ist wie gesagt sehr, sehr vielseitig. Sehr, sehr gut benutzbar von ganz vielen Leuten. Vor allen Dingen allerdings finde ich geeignet für Fersenläufer. Wie gesagt, aufgrund des Pure Gel Kissens hinten. Mich erinnert der ganze Schuh vom Tragekomfort und von dem angenehmen Laufverhalten an den Hoka Mach 5. Und den habe ich damals super gerne angehabt. Ja, bevor jetzt gleich das Obermaterial beleuchtet wird, kommen erstmal ein paar Bilder. Wir sehen uns. Bis gleich. Ja, beim Obermaterial hat sich ASICS für ein sogenanntes Jacquard-Mesh-Material entschieden. Das ist super angenehm zu tragen, leicht, dünn, atmungsaktiv und vermittelt auch tatsächlich bei 365 Tagen die richtige Temperatur für den Fuß. Hier vorne sind Stabi-Elemente eingebaut, die begrenzen den Fuß von Bewegungsablauf seitlich. Das passt sehr, sehr schön. Und in der Zehenbox an sich ist seitlich und auch nach oben total schön viel Platz. Für den Zehenbereich und wenn man mal tatsächlich anstoßen sollte an das entsprechende Material, ist das so angenehm zu tragen, das also fällt gar nicht auf. Sehr, sehr selten sowas gesehen, passt super. Bei der Zunge ist es so, dass die sehr, sehr dünn und sehr, sehr atmungsaktiv gestaltet ist, aber wie ich finde, ein bisschen lieblos. Die hätte ein bisschen dicker sein können, ein bisschen mehr Pads verbaut worden sein. Das finde ich so ein bisschen schade. Da hätten sie sich tatsächlich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Können. Der Schnürsenkelbereich ist sehr, sehr schön gestaltet. Elastische Schnürsenkel sind gemacht worden. Die sind durch dünnere Löcher gezogen und die funktionieren und halten auch sehr, sehr gut. Und der Fuß fühlt sich auch wirklich in diesem Mittelbereich sehr, sehr schön aufgehoben. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, bei der Zunge ist es so, die ist nicht nur vorne befestigt, sondern auch mit seitlichen Gummis. Also vom Aufwand her, um den Fuß zu befestigen, an der Stelle im Mittelfußbereich passt das schon mal sehr, sehr schön. Der Einstieg ist auch sehr, sehr gut gelungen. Die Zunge ist sehr, sehr flexibel. Das heißt also, man flutscht da richtig schön rein. Also top gelungen. Und die ganz, ganz großen Stärken spielt der Schuh hier tatsächlich im hinteren Schuhbereich raus. Das heißt, im Schuhkragen sind sehr, sehr schön dicke, geeignete Pads verbaut. Die geben dem Fuß im Schuh einen sehr, sehr schönen Halt. Genauso wie im Achillessehnenbereich. Und in der Schuhkappe ist eine Kappe verbaut worden. Das ist quasi so eine Art Kunststoffelement. Das ist extrem steif, hat in der Konsequenz ist so, dass der Fuß sehr, sehr schön verpackt im Schuh sitzt. Der sitzt sehr, sehr bequem, schön gepolstert. Die Mittelsohle ist ein bisschen höher gezogen. Das heißt also, auch das dient zur Stabilität. Der Schuh steht auf einer sehr, sehr breiten Mittelsohle. Auch das vermittelt dann wieder einen guten Halt, einen guten Sitz. Und Pronation hat hier, glaube ich, keine Chance, obwohl das nicht ein sogenannter Stabilschuh ist. Ja, im Gesamten hatte ich, glaube ich, schon angedeutet, bis auf eine Sache, nämlich die Zunge, ist das hier Top-Qualität, die ASICS hier verbaut und liefert und selten so ein schönes Obermaterial gesehen wie in dem Fall hier. In my blood, you and me, drunk in love, but I can't take you with me. No, I can't take you with me. All my dreams big enough, big enough.
Wenn wir über die Mittelsohle sprechen, dann kommen wir zuerst auf die Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes. Dann kommen wir zu den Konstruktionen der Mittelsohle aus schaumtechnischer Sicht und kommen dann über das Abrollverhalten noch auf ein Fazit. Was die technische Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes betrifft, da kann man zwei Regeln einfach ansetzen. Die erste Regel ist, wird nur maximal eine Carbonfaserplatte verbaut? Check, hier wird nämlich keine verbaut. Und die zweite Regel lautet, 40 mm Aufbauhöhe darf nicht überschritten werden. Auch das wird erfüllt, also auch check. Zum Thema Schaumkonstruktion muss man wissen, dass hier drei Elemente eigentlich verbaut werden in der Mittelsohle. Nämlich erstmal wird hier im Fersenbereich ein Gelkissen verwendet. Das ist ungefähr Esslöffel groß und direkt unter der Ferse verbaut. Einen halben Zentimeter ungefähr dick. Sehr, sehr wirkungsvoll, was die Aufprallkräfte abfangen kann beim Aufsetzen mit der Ferse. Die zweite Sache ist, dass hier diese grüne Schaumschicht, die ist relativ hoch, FF Blast Plus Material wird hier verbaut, genommen wird. Und auch da muss man wissen, dieser Schaum ist so mittelfest, bedingt reaktiv, aber tatsächlich auch in der Wirkung relativ stabil und sehr, sehr geeignet für einen Allrounder. Und darunter ist nochmal hier weiß gekennzeichnet, ein EVA-Gummi-Mixed gesetzt worden. Das soll nochmal eine gewisse Stabilität bieten und eine Abriebfestigkeit natürlich auf dem entsprechenden Boden und einen gewissen Grip im Aufsetzen beim sozusagen Überqueren von Straßen und Feldwegen bieten. Auch das ist soweit okay. Ja, wie gesagt, in der Wirkung ist das so. Die Mittelsohle wirkt sehr, sehr stabil, bedingt reaktiv. Und für einen Allrounder, wie ich finde, sehr, sehr geeignet gewählt. Also da kann man tatsächlich gar nichts mit falsch machen. Beim Thema Abrollen muss man wissen, hier sind zwei Rockerkonstruktionen gesetzt worden, nämlich hinten und vorne. Das ist ein sehr, sehr natürliches Aufsetzen für einen Fersenläufer. Also man wird hier schön beim Aufsetzen geführt nach vorne. Dadurch, dass die Mittelsohle sehr, sehr breit gewählt worden ist, ist auch mit Pronationen keine Probleme zu befürchten. Und von daher, wie gesagt, ich finde das sehr, sehr geeignet, sehr, sehr flüssig und natürlich, wie das hier abläuft. Also echt sehr, sehr gelungen, unspektakulär, aber sehr, sehr effektiv. Und als Fazit bei der Mittelsohle muss man sagen, sehr, sehr geeignet für Fersenläufer. Ich würde sagen, sehr, sehr vielseitig, von 5 Kilometer bis 21 Kilometer einsetzbar. Im Easy Pace bis zum sehr zügigen Tempo ist das alles locker machbar. Und wie gesagt, bedingt reaktiv, sehr, sehr flüssig, sehr, sehr natürlich alles und kann man sich nicht beschweren, für einen Allrounder sehr, sehr gelungen gewählt worden. I used to think that the city's not for me. Fairy tales, fantasies, not a believer. No, not a believer. Ja, wenn man die Außensohle so betrachtet, dann sieht man hier direkt ein paar Vertiefungen, ein paar Einkerbungen, die gemacht worden sind. Das macht man, um die Außensohle was flexibler zu gestalten und zu halten. Das ist auch sehr, sehr gut gelungen. Den nächsten Punkt, den wir immer einblenden, sind die Breiten der Außensohle hinten und vorne im Vergleich zu zwei anderen Modellen. Nämlich hier, wir haben den Pegasus 40 von Nike genommen und den Puma Velocity 3. Das sind so Modelle, die vom Charakter her sehr, sehr ähnlich sind. Und dann sieht man, dass der hier wirklich extrem breit aufgestellt ist, im wahrsten Sinne. Das heißt, der Läufer steht hier im Schuh sehr, sehr stabil aufgehoben. Als nächster Punkt fällt auf, dass hier kein Außengrip aus Gummi aufgebracht worden ist zusätzlich. Man hat sich hier bei ASICS entschieden dafür, dass man EVA-Gummi Mixed nimmt. Lustigerweise ist es so, dass das besser ausfällt in der Wirkung, als ich es erwartet hatte. In der Trockenheit sowieso super, das habe ich nicht anders erwartet, aber auch bei Nässe und bei schottrigem Untergrund wirkt das wirklich gut. Kann ich echt nur überrascht sagen, passt soweit. Als nächstes, Verdreckungen und Steinchen sammeln sich hier kaum, weil die Vertiefungen hier eigentlich nicht großartig sind und wenn hier sich was ansammeln sollte, wird das direkt rausgetreten. Die Haltbarkeit ist sowieso schon mal gut. Ich habe ungefähr 100 Kilometer damit gelaufen und da ist so gut wie gar kein Verschleiß zu sehen. Also im Gesamten würden wir die Außensohle mit ca. 90% bewerten. Besser, also wie gesagt, als ich es erwartet hatte. Ja, kommen wir zum Fazit vom Cumulus 26. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gelungener Allrounder. Der ist vielseitig, stabil und neutral.
mit dem hat man kaum Pronationsprobleme, der ist auf jeden Fall sein Geld wert. Mit dem kann man bis Halbmarathon-Entfernungen maximal zügige Geschwindigkeiten sehr, sehr gut laufen. Zwei Kritikpunkte hätte ich allerdings tatsächlich auch noch. Man kann an der Zunge noch ein bisschen was optimieren. Und was man noch optimieren kann, ist in der Außensohle, dass man tatsächlich Gummielemente verbaut. Sonst habe ich nichts zu meckern und kann nur sagen, ich finde, der ist sehr, sehr gelungen. Und schaut euch den mal an, wenn ihr für genau den, wie vorher beschrieben, Einsatzbereich was haben wollt.